Traden lernen mit System, das ist unser Thema heute Abend. Herzlich willkommen zum heutigen Gratis-Webinar. Mein Name ist René Wolfram und ja, vielleicht ein paar einleitende Worte vorneweg zu mir, für diejenigen, die mich nicht kennen und oder nicht genau kennen, nicht wissen, was ich so mache. Ich handle jetzt seit insgesamt 19 Jahren. Das ist das 19. Jahr, was ich an der Börse verbringe, überlebe und versuche, mein Geld damit zu verdienen. Und ja, ich handle, was die Handelstechniken angeht, sowohl im Swing Trading Bereich als auch im Day Trading Bereich, beides sehr zeitreduziert, weil das, glaube ich, das einzig Sinnvolle ist, was den Markt angeht. Denn am Markt passiert nicht so oft und auch so viel, dass es notwendig wäre und dass es Sinn machen würde, dort nonstop am Rechner zu sitzen. Vor allem aber sabotiert man sich selbst, wenn man die ganze Zeit vorm Rechner sitzt, die Kursschwankungen, die Schwankungen im Konto anschaut. Das ist also völlig widersinnig, kontraproduktiv aus dem Grund und natürlich, um auch das wirklich herzustellen, was unser aller Ziel, glaube ich, ist durch Trading, mehr Lebensqualität, meist nicht mal mehr Geld, sondern einfach mehr flexible Zeit, mehr effiziente Verwendung von Zeit, kein Absitzen von Zeit, wie viele es vielleicht aus ihrem Beruf kennen und wie man es immer wieder hört. Also von daher ist es beides sehr zeitreduziert und das ist auch das, was ich in der Ausbildung versuche zu vermitteln und wie die Ansätze aufgesetzt sind. Also immer sehr zeitschonend, weil das ist das Einzige, was wirklich auch für jemanden realisierbar ist. Denn die Vorstellung, man geht aus seinem herkömmlichen Job raus und wird Trader, die ist ja ganz nett, nur in ein Geschäft reinzugehen, wo es 95 bis 98% der Leute nicht schaffen, nachweislich nicht schaffen, profitabel zu sein und dann davon auszugehen, wenn man dass man als Neuling dort sofort alles umreißt und Geld verdient, das ist doch mehr als ambitioniert. Von daher, das Einzige, was wirklich Sinn macht, ist, das Ganze erstmal nebenberuflich zu starten, zu schauen, dass man mit wenig Zeitaufwand gute Ergebnisse erzielt und dann kann es sich mit der Zeit und mit einem wachsenden Konto von selbst ergeben, dass man das immer mehr intensiviert und dass man vielleicht auch seinen bisherigen Job irgendwann an den Nagel hängt, aber das muss sich von selbst ergeben. Also ein Break, man hat keine Lust mehr auf seinen alten Job und geht jetzt in dieses Geschäft hinein, halte ich für völlig hanebüchen, das ist völlig absurd. Die Strategien, die ich handle, sind selbstentwickelte Techniken. Natürlich, klar, man ist nicht irgendwann aufgewacht und hatte auf einmal den klaren Durchblick, was man wie machen soll, sondern natürlich, wie überall anders auch, hat man einen Mentor oder mehrere Mentoren. In dem Fall war es bei mir sehr, sehr stark von Larry Williams geprägt. Einem Trader, der hier teilweise, obwohl er eigentlich weltbekannt ist, in Deutschland ganz vielen überhaupt nicht bekannt ist. Weltrekordhalter im Trading, wobei das ist gar nicht mal wirklich wichtig, weil das könnte auch einfach nur durch Glück gewesen sein, dass man mal wirklich einen Lauf hatte ein Jahr lang. Aber einer der ja, beeindruckendsten Trader, weil er sehr systematisch an die Märkte herangegangen ist. Das hat mich sehr geprägt. Und darauf basierend auf diesen Know-how, was ich dort vermittelt bekam, habe ich eigene Strategien entwickelt und nutze die seit sehr, sehr vielen Jahren. Und das auch erfolgreich. Erfolgreich bedeutet übrigens nicht, dass man in jedem Jahr so und so viel Gewinn macht, sondern erfolgreich bedeutet für mich, dass ich es schaffe, auf Sicht von 2, 3 Jahren, je nachdem, mal dauert es länger, mal dauert es nicht so lange, aber dass ich es immer wieder schaffe, neue Equity-Hochs zu machen, wohl wissend und immer berücksichtigend, dass dort auch Phasen drin sein werden und zwingend drin sind, in denen man eine Performance-Delle hat, in denen einfach nichts geht. Das gehört dazu und jeder, der das leugnet, hat entweder keine Ahnung oder ist gottgleich. Und wenn er Letzteres ist, dann sollte er das beweisen, indem er seine unglaubliche Performance zum Besten gibt. Wenn nicht, sollte man sich da geschlossen halten. Ich habe 2013 den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft gemacht. Das alleine sagt auch nichts aus. Wie gesagt, das kann Glück sein, dass man so etwas erreicht. Ich bin aber seit 2012 dabei und habe es in diesen 5 Jahren, also 2012 bis einschließlich 2016, bis auf einmal habe ich es immer geschafft, unter den
vorderen 10 zu landen. Einmal wurde der Wettbewerb mittendrin abgebrochen im ersten Jahr, weil dort der Clearer pleite gegangen ist, beziehungsweise beschissen hatte. Das war damals PFG Best. Von daher, das kann man nicht wirklich werten. Aber ansonsten war ich eigentlich immer im vorderen Feld dabei, im letzten Jahr auch ganz knapp hinter dem Fünftplatzierten gelandet. Und in diesem Jahr bin ich auch so um den fünften Platz mal Dritter gewesen, mal Vierter, mal Fünfter, mal knapp dahinter. Also das ist etwas aussagekräftiger, glaube ich, als ein dritter Platz, weil der kann einfach durch eine glückliche Begebenheit zustande gekommen sein. Aber wenn man jedes Jahr dort vorne landet, dann deutet das schon eher darauf hin, dass das kein kompletter Klamauk ist, den man da macht. Ansonsten trade ich seit, ja, ich wollte schon sagen, seit ich denken kann, aber es sind insgesamt knapp 14 Jahre jetzt, die ich wirklich auch live handle. Eigentlich davor habe ich auch schon viele Trades öffentlich gezeigt. Also ich handle jetzt seit knapp 14 Jahren wirklich auch live, praktisch jeden Tag vor Publikum, sodass das eigentlich auch wirklich permanent nachvollziehbar ist. Das machen auch wenige und vor allem immer mit Echtgeld. Das ist auch nochmal etwas, worauf man achten sollte. Das sind so die Referenzen zu mir. In diesem Jahr, das ist jetzt Stand 12. April, das ist jetzt knapp 10 Tage her, 8 Tage her, das ist die Equity aus diesem Jahr, aus dem World Cup Account. Unterschied zwischen dem World Cup Account und der Million Dollar Challenge, die ich habe, ist, bei der Million Dollar Challenge ist es voll und zu 100% auf die Kunden ausgerichtet. Das heißt, ich nehme dort Rücksicht, was die Orderzeiten angeht, und ordere halt nicht ad hoc irgendwelche Sachen, wenn sich ein Trade ergibt, und handle dort halt einfach zuverlässig zu den Zeiten, zu denen ich es den Leuten zugesichert habe, was natürlich einschränkt und was natürlich die Dynamik etwas rausnimmt oder sehr deutlich rausnimmt. Und hier im World Cup bin ich vollkommen flexibel. Wenn ich habe Setups, die arbeiten um 0 Uhr nachts, dann stehe ich um 0 Uhr nachts auf oder gehe nochmal an den Rechner und gebe die Order auf. Das ist natürlich für ein kundenorientiertes Produkt gar nicht realisierbar. Oder dann morgens um 7 Uhr Orders aufzugeben, dann mittags um 13 Uhr, also das über den gesamten Tag verteilt, das ist nicht darstellbar. Das ist vielleicht von 1000 Leuten, ist das vielleicht für 10 Leute darstellbar, die anderen kämen da nicht hinterher. Von daher, das muss man eben, das ist der große Unterschied. Und dieser World Cup Account, der zeigt eben, was man rausholen kann an Performance, wenn man die Handelstechniken, die ich auch in der Ausbildung vermittle, wenn man die konsequent anwendet und wenn man zeitlich eben flexibel ist. Man braucht für die einzelnen Strategien nicht viel, und es ist auch nicht so, dass ich jeden Tag rund um die Uhr wieder irgendwelche Setups habe. Aber es gibt mir eben die Freiheit, wenn solche Geschichten sind wie die Trump-Wahl oder wenn jetzt sowas passiert wie mit Großbritannien so ein Votum, dann kann ich mich da eben ein paar Stunden länger an den Rechner hängen. Das ist in der Gruppe gar nicht darstellbar, dass ich sage, oh, eben gerade wurde bekannt gegeben, dass es Neuwahlen in Großbritannien gibt. Jetzt lasst uns mal spontan eine Session starten und lasst uns mal 6 Stunden durchhandeln. Das ist nicht realisierbar. Das ist eben der Unterschied zwischen Gruppentrading, also Trading in der Gruppe, und Trading alleine. Das ist auch ein Riesenunterschied, ob jemand einen Fonds managt, wo ich einen großen Respekt davor habe. Nicht immer hatte, aber inzwischen großen Respekt davor habe, weil es was komplett anderes ist. Wir sind alle sehr schnell dabei, das zu sagen, die können nichts. Dann, wenn man das meint, sollte man sich mal erstmal dort bewerben und schauen, dass man genommen wird bei einer Fondsgesellschaft oder bei einer Bank. Und dann sollte man selbst mal so einen Fonds managen und versuchen, da Milliarden unterzubringen am Markt. Viel Spaß dabei. Das kriegt so einfach niemand hin. Und wenn man sie unterbringt, dann ist es ein komplett anderer Handel als das, was wir machen. Von daher, da habe ich auch meine Lektion gelernt. Ich war, als ich jünger war, auch einer der Spinner, die gegen Fonds gewettert haben. Nicht, dass ich die Performance von den meisten Fonds toll finde, aber es ist erklärbar, warum sie so ist, wie sie ist. Und von uns, keiner würde das besser hinbekommen, muss man auch klar sagen. Mit diesen Restriktionen kriegt das keiner besser hin. Von daher muss man sich dort, glaube ich, sehr geschlossen halten, sollte man auf jeden Fall tun. Also, das dazu hier mal die letzte Woche. Da gab es ganz wenige Trades, von daher, das ist jetzt nicht wirklich aussagekräftig. Profit Factor 24 bei den Long Trades ist natürlich ein Witz, also das ist natürlich null aussagekräftig. Was sehr, sehr wichtig ist im Trading und was viele nicht berücksichtigen, gerade wenn sie systematisch traden, ich muss das Ganze natürlich wirklich strukturieren und muss es wirklich von klein auf aufbauen. Und die meisten machen den Fehler, dass sie linear rechnen und sagen, okay, ich möchte nach so und so vielen Jahren bei einer Million ankommen, dann
brauche ich, was weiß ich, 42% per anno und dann geht es, also dann brauche ich so und so viel im ersten Monat, so und so viel im zweiten Monat und so weiter. In Wahrheit ist es aber so, dass dieses Geschäft nicht linear verläuft, sondern es verläuft eben unlinear. Es verläuft exponentiell durch den Zinseszinseffekt. Wenn ich mit einem Konto anfange, was bei 30.000 steht, bin ich eingeschränkt. Ich kann nicht so viel machen. Ich muss erstmal schauen, dass ich das Risiko kontrolliere. Am Anfang bin ich eingeschränkt. Ich kann nicht so viele Strategien dazu nehmen. Ich habe vielleicht viel Wissen, möglicherweise. Ich habe mir viel Wissen angeeignet. Ich habe vielleicht tolle Strategien an der Hand, aber ich kann ganz wenig davon nutzen. Wenn ich versuche, alles auszuspielen, gehe ich voll ins Risiko und dann braucht es nur einmal scheppern. Es braucht nur irgendwo einen Ausreißer zu geben und das Konto ist platt. Das darf natürlich nicht passieren. Also muss ich am Anfang zu Lasten der Performance, zu Lasten der Dynamik einfach schauen, dass ich dieses Boot seicht zu Wasser lasse, mit möglichst geringem Drawdown und möglichst geringen Schwankungen auskomme in der Anfangszeit und dann durch die erste Volatilitätsphase in den Systemen einen ersten Performance-Schub habe und dann verselbstständigt sich die Sache, beziehungsweise dann wird es leichter. Aber ich muss wissen, dass dieses Geschäft eben exponentiell verläuft. Und das bedeutet auch, wenn es nicht linear verläuft, das bedeutet konkret, von einem Ziel, wie auch immer geartet, ob das jetzt eine Million ist oder ob das eine Verdopplung ist des Kontos, dass zwei Drittel der Performance, zwei Drittel der nominalen Performance werden im letzten Drittel zeitlich gesehen der gesamten Zeitspanne stattfinden. Heißt im Umkehrschluss, ich trete ewig lange auf der Stelle, komme kaum voran. Wenn ich lineare Rechnungen mache, bin ich praktisch permanent unzufrieden, weil ich sage, ich bin ja immer noch unterhalb des Solls. Und irgendwann dann habe ich das Konto verdoppelt. Mit kleinen Gewinnen, mit geringem Risiko. Irgendwann habe ich das Konto verdoppelt. Das dauert relativ lange. Und dann habe ich aber die Möglichkeit, ich kann ohne Risiko für das Startkapital, kann ich mehr einsetzen. Ich kann mehr Kontrakte handeln, ich kann mehr Strategien reinnehmen. Und genau das ist schon mal das Wichtigste, wenn man systematisch erfolgreich traden möchte, dass man das berücksichtigt. Am Anfang hat man viele Möglichkeiten, hat ein großes Repertoire, aber man kann ganz wenig davon anwenden. Weil man ansonsten genau das macht, was 98% der Leute in den Ruin treibt oder in große Verluste treibt. Man überhebelt sein Konto und ist voll im Risiko. Und das darf natürlich auf keinen Fall passieren. Von daher, lineare Rechnungen sind da völlig deplatziert. Es ist ein unlineares Geschäft. Das muss jedem klar sein. Um sein Kapital zu vermehren, um systematisch sein Kapital zu vermehren, muss ich eben bestimmte Eigenschaften mitbringen. Wenn ich sie nicht mitbringe, muss ich es mir aneignen. Erstens, ganz, ganz wichtig, Realismus. Ich muss wissen, was ist möglich am Markt und was ist nicht möglich. Und wenn ich das teilweise sehe, was da so für Vorstellungen vorherrschen, ist es natürlich schon eigentlich teilweise aberwitzig. Ich kann nicht losgelöst von den Marktbedingungen irgendwelche Performance-Rechnungen machen und sagen, okay, ich brauche jeden Tag 5 Punkte im DAX oder ich brauche jeden Tag $100 oder Gott weiß was Gewinn. Das funktioniert nicht, denn an dem einen Tag ist das Marktumfeld sehr günstig und am nächsten Tag ist es eher schlecht. Ich muss also verstehen, der Markt ist so, wie er ist. Wir werden ihn nicht ändern. Wir könnten ihn nur ändern, wenn wir sehr, sehr mächtig wären, wenn wir größer wären als Goldman Sachs. Dann könnten wir Einfluss nehmen auf den Markt. Solange das aber nicht der Fall ist, und das wird nie der Fall sein, dass wir größer werden als Goldman, dann müssen wir eben Realist sein und müssen akzeptieren, ähnlich wie wir das Wetter auch akzeptieren müssen. Wir können natürlich rauslaufen und sagen, ich brauche jetzt Sonne oder ich brauche jetzt Regen, weil die Blumen gegossen werden müssen, aber wir werden das Wetter nicht ändern. Also ist es im Trading das Gleiche. Auch dort werden wir es nicht einfach ändern können, sondern wir werden es akzeptieren müssen. Wir müssen realistisch sein und müssen sehen, okay, heute schwankt der DAX nur 40 Punkte, dann kann ich eben nicht die gleiche Erwartungshaltung haben an die Performance, wie wenn er 120, 200 oder 300, 400 Punkte schwankt. Das muss einfach klar sein. Ich muss also Realist sein, muss wissen, was ist möglich, auch mit den eigenen Limitierungen. Jeder hat da Einschränkungen zeitlich gesehen, was kann man bedienen, vom Konto her, von den Produkten her, die man handelt. Ich kann nicht mit CFDs das gleiche Ergebnis erwarten wie mit Futures. Ich kann nicht mit Hebelzertifikaten das gleiche Ergebnis erwarten wie mit Futures. Es wird da immer Abweichungen geben. Jedes Produkt hat seine Vor- und Nachteile, aber es wird natürlich Abweichungen geben. Das muss völlig klar sein. Und ich kann nicht hergehen und sagen, okay, ich bin zeitlich eingeschränkt, mein Konto ist klein und ich handle suboptimale Produkte. Ich handle, was weiß ich, Hebelzertifikate in einem Scalping-Setup, aber ich erwarte, dass ich so und so viel Performance mache. Kann nicht funktionieren.
Akzeptanz ist das Zweite, was im Prinzip da direkt andockt. Wenn ich Realist bin, dann muss ich auch wissen, es gibt Limits bei mir selbst, es gibt Limits beim Markt. Und diese zu akzeptieren und nicht zu versuchen, ständig am System herumzuschrauben, nicht zu versuchen, wenn sich nichts ergibt, trotzdem was zu machen. Akzeptanz dessen, was möglich ist, Akzeptanz dessen, was wir gerade vorfinden, das ist ganz, ganz wichtig. Denn die meisten Trader, und ich, deshalb habe ich diese Folie auch als Startfolie in dem Webinar auch wieder dabei gehabt, die meisten scheitern daran, dass sie ständig die Systeme wechseln. Das passiert natürlich völlig klar. Warum passiert sowas, dass man ständig Systeme wechselt? Weil man eine völlig unrealistische Erwartungshaltung hat und weil man nicht bereit ist zu akzeptieren, dass es einfach überall Grenzen gibt. Wenn ich also eine Erwartungshaltung habe, dass ich hier praktisch jeden Tag Gewinne machen kann am Markt, dann werde ich natürlich schon unzufrieden sein, wenn ich nur an 4 von 5 Tagen in der Woche Gewinne mache, weil ich ja davon ausgehe, ich kann jeden Tag Gewinn machen, was völlig absurd ist. Und das führt natürlich dazu, wenn ich eine völlig falsche Erwartungshaltung habe, dann werde ich natürlich das Ganze auch völlig unrealistisch bewerten und auch unrealistisch managen. Ergo, man wird Systeme, wenn sie längere Zeit nicht performt haben, rausschmeißen. Wird dann auf ein System gehen, was gerade in dieser Zeit performt hat. Das Ende vom Lied ist, man hüpft immer der Performance hinterher und wird es also nie schaffen, Geld zu verdienen, sondern wird immer wieder ein bisschen was vom Konto wegschürfen und irgendwann ist nichts mehr da oder nicht mehr genügend da und man gibt auf. Wichtig ist zudem Beständigkeit, dass wenn wir systematisch traden, wenn man erfolgreich systematisch handeln möchte, dann muss man akzeptieren, es wird Dürrephasen geben in der Performance, es wird Drawdowns geben und es ist ein riesiger Unterschied. Jeder, glaube ich, der jetzt hier teilnimmt, weiß, dass es Drawdowns geben wird und sagt, ja, ich weiß, dass es mit Verlusten zu tun hat, dieses Geschäft. Aber etwas zu wissen und etwas verinnerlicht zu haben, sind zwei Paar Schuhe. Das sind Welten liegen dazwischen. Ich muss wissen, was ist der Preis, wenn ich versuche, diese Dürrephasen, diese Drawdowns abzukürzen oder zu umschiffen? Das kann ich für die Vergangenheit hinbekommen. Ich kann jedes System, jede Strategie, egal ob es eine von mir ist oder von irgendjemandem, der jetzt dabei ist, innerhalb von vielleicht einer halben Stunde optimiere ich die Strategie so, dass die Equity-Kurve in der Vergangenheit praktisch linear verläuft. Was wird aber in der Zukunft passieren? In der Zukunft, weil ich dann sehr, sehr viele Parameter reingepackt habe, um das für die Vergangenheit zu optimieren. In der Zukunft wird sich ein bisschen was verändern am Markt. Die Vola, vielleicht kleine Usancen im Markt werden sich verändern und dann kippt mir das ganze System weg. Ich mache es also durch eine Optimierung der Vergangenheit, um mir die Vergangenheit schön zu rechnen und mir ein gutes Gefühl für die Zukunft zu geben, mache ich mir die zukünftige Performance von vornherein kaputt. Ich mache mir Basiseffekte, die eventuell da sind, kaputt, indem ich einfach schwachsinnig optimiere. Deshalb ist es wichtig zu wissen, diese Dürrephasen sind in Systemen, die dauerhaft funktionieren, zwangsläufig dabei. Wenn ich versuche, sie wegzubekommen, werde ich das System kaputt machen. Das heißt, ich mache ein System, was eigentlich funktionieren würde, das zerschieße ich. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Ich habe das in den letzten Tagen, weil wir haben ja auch eine Live-Woche diese Woche und viele sind ja jetzt hier auch dabei, die schon dort in dieser Woche dabei sind, die da morgens immer dabei sind. Da habe ich es auch schon gesagt, ich habe die Ehre gehabt, 2013 in Rimini bei dem IT-Forum, Italian Trading Forum, mit Andrea Unger, viermaliger Weltmeister, den ich sehr schätze, und mit Brent Penfold, der war per Internet zugeschaltet, beziehungsweise ja, halt online zugeschaltet. Auch mit dem Carsten Umland, den vielleicht hier auch viele kennen, ein Seminar zu geben, dort vor Ort. Und da hat Brent Penfold, glaube ich, aus meiner Sicht einen der beeindruckendsten Sätze gesagt, den ich von einem Trader jemals gehört habe. Er sagte nämlich, ich möchte, dass Sie der beste Verlierer werden. Und das ist unheimlich richtig, was er da gesagt hat. Denn wer im Trading nicht gelernt hat und nicht bereit ist zu verlieren, sprich Risiken einzugehen und auch zu akzeptieren, man wird Gewinne wieder abgeben, man wird serienweise verlieren, man wird phasenweise nichts verdienen. Wer nicht bereit ist, das in Kauf zu nehmen und mit offenem Visier damit umgeht, der wird es am Ende nicht schaffen, Performance zu machen. Der wird am Ende definitiv nicht auf die Gewinnerseite wechseln können. Das ist ein elementares Grundprinzip. Das ist in der Wirtschaft, in der freien Wirtschaft meines Erachtens genauso. Wenn man dort überall nur
duckmäuserig herumschlawenzelt, wird es auch nicht funktionieren. Man muss bereit sein, Risiken einzugehen, nicht zu zocken, aber man muss bereit sein, auch zu verlieren, auch über längere Zeit zu verlieren, gegebenenfalls, um überhaupt die Chance zu haben, am Ende einer großen Strecke von Trades gewinnen zu können. Wer also nicht bereit ist, durch die schlechten Phasen durchzugehen, der hat definitiv null Chance auf die Gewinnerphasen. Wer also versucht, Verluste zu vermeiden, der vermeidet in erster Linie eines, nämlich Performance und Gewinne. Das muss einem bewusst sein. Was ganz viele im Trading machen, läuft immer wieder gleich ab. Gewinnen, temporär gewinnen, temporär sogar sehr viel gewinnen, das kann im Grunde jeder. Da brauche ich einfach nur mal ein glückliches Händchen zu haben. Ich muss einfach mal eine günstige Marktphase erwischen, die immer mal kommt. Es kommt mal eine günstige Marktphase, da muss man einfach nur die richtige Meinung haben. Und es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder es steigt oder fällt. Also jemand, der einfach würfelt und sagt, ah, ich glaube jetzt long und dann bleibt er einfach drin, der hat ab und zu mal, wenn das Umfeld wirklich günstig ist dafür, dann hat er eine bessere Performance als jemand, der systematisch tradet. Nur diese Glücksritter werden auf Dauer am Markt nicht überleben. Es läuft immer gleich ab. Wer kein wirkliches System hat, das ist ein mathematisches Grundprinzip. Auf lange Sicht, je öfter ich eine Handlung wiederhole, desto mehr wird sie sich dem statistischen Erwartungswert nähern. Und der statistische Erwartungswert von Zockerei ist 0 bzw. sogar negativ. Der statistische Erwartungswert von vielen Handelstechniken, sei es jetzt Stochastik, sei es MACD, ist 0. Das kann man messen, das kann man nachprüfen. Das haben wir auch schon dargelegt, dass das für den MACD zum Beispiel so ist. Ich habe prinzipiell nichts gegen solche Indikatoren, aber wenn sie halt nichts taugen, beziehungsweise wenn sie am Ende als starres System durchgehandelt keinen Gewinnvorteil bringen, dann muss man das halt auch sagen dürfen. Es ist ja, heißt ja nicht, dass die eigenen Sachen der heilige Gral sind, aber das sind Sachen, die definitiv nicht funktionieren. Also die große Quintessenz ist, am Ende nähert sich unser Trading immer dem statistischen Erwartungswert an. Heißt also, wenn jemand ein System hat, was einen positiven Erwartungswert hat, dann wird er vielleicht mit einer blöden Phase starten, er wird vielleicht temporär verlieren, er wird vielleicht auch mal eine längere Zeit verlieren oder nicht performen, aber er wird am Ende höchstwahrscheinlich Geld verdient haben. Und umgekehrt, jemand, der überhaupt kein System hat, der einfach nur zockt, der wird temporär vielleicht am Anfang mit Glück durch ein günstiges Umfeld, vielleicht durch auch den ein oder anderen glücklichen Trade, vielleicht durch ein glückliches Händchen, guten Instinkt, wird er auch mal richtig viel Geld verdienen. Aber ich habe schon Leute erlebt, die haben aus fast nichts eine halbe Million gemacht, eine Million gemacht und es war alles wieder weg. Und jeder von uns wird dann sagen, ja gut, dann hört man doch bei 500.000 auf oder hört man bei einer Viertelmillion auf. Nein, macht man nicht. Wenn man so ist, wenn man sich hochzockt, dann ist man ein Zocker und ein Zocker wird nicht aufhören zu zocken. Ein Alkoholiker wird nicht aufhören zu trinken. Ein Nikotinsüchtiger wird nicht aufhören zu rauchen. Und ein Zocker wird nicht aufhören zu zocken. Das heißt, wir als externe Instanzen werden natürlich sagen, oh, was hat er jetzt eine Viertelmillion? Das reicht, da würde ich jetzt aber Kasse machen. Nur wir würden das ja schon viel früher machen. Wenn wir mit 10.000 starten und kommen auf 20.000, würden wir da schon sagen, oh, das ist aber viel, das ist aber sehr gut gelaufen. Jetzt mal machen wir mal Piano, jetzt nehmen wir mal die Gewinne mit. Wir kämen erst gar nicht auf die Viertelmillion von 10.000 ausgehend. Von daher, jemand, der zockt, ich habe so viele Leute erlebt, die zocken. Viertelmillion rauf, auf eine halbe Million, dann runter, fast alles geschrottet. Das passiert ständig. Und jeder von uns, natürlich auch ich, hat Phasen gehabt, wo er auch mal ordentlich aufs Dach bekommen hat. Völlig klar. Nur wenn das nach 20, 25 Jahren immer noch passiert und immer wieder passiert und wenn es nicht einmal passiert, sondern wenn es 5, 6, 7, 10 Mal passiert, dann stimmt das aus meiner Sicht nicht. Dass es einmal passiert, dass man vielleicht viel verliert oder mal einen größeren Drawdown hat, ich würde es selbst bei den besten Ansätzen nicht ausschließen wollen. Denn das kann immer mal passieren, dass man vielleicht mal von seinem Pfad abkommt oder dass man einfach auch mal eine sehr, sehr ungünstige Phase in mehreren Systemen hat. Das kann passieren. Aber wenn das wieder und wieder passiert, dann stimmt etwas ganz gewaltig nicht. Und das ist das Wichtige. Erschreckend ist, im Retail-Trader-Bereich, also bei den privaten Händlern, bei den Hobby-Tradern, zockt so gut wie jeder. Und bei den Profis ist es aber auch nicht wesentlich anders. Also da gibt es natürlich schon Unterschiede, klar, aber da ist es schockierend zu sehen, dass es auch da immer wieder Leute gibt, die eigentlich schon sehr viel Markterfahrung haben und eigentlich genau wissen, was man tunlichst vermeiden sollte.
um sich nicht zu ruinieren. Dass man Phasen hat, wo man längere Zeit nichts verdient, da würde ich nie was drüber sagen. Das ist völlig normal. Dass man Phasen hat, in denen man auch Geld an den Markt zurückzahlt, gehört auch völlig dazu. Aber wenn ich sehe, dass Leute da all in handeln und sagen, jetzt muss es steigen oder jetzt muss es fallen, das kann nur noch runtergehen und ballern alles in eine Position rein. Das ist etwas, was jegliche Anfänger regeln. Das ist Grundkurs Trading, was da sämtliche Regeln bricht. Und das darf nicht passieren. Deshalb, selbst wenn man systematisch tradet, kann es mal passieren in einem von 100 Fällen, dass man vielleicht mal in sein System eingreift. Dann ist es so. Da muss ich wissen, es bringt nichts. Es bringt auf Dauer nichts, es bringt auf Dauer keinen Gewinnvorteil, wenn ich mich aus dem statistischen Wahrscheinlichkeitsbereich herausbewege. Aber es ist ein Unterschied, ob ich einmal in 100 Fällen irgendwie so ein bisschen vom Pfad abkomme oder ob ich einfach zocke. Weil dieses Zocken wird immer bei Null landen. Früher oder später landet man bei Null. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wenn ich Glück habe, starte mit einer günstigen Phase, dann dauert es eben ein bisschen länger. Aber der Erwartungswert von Zockerei ist Null oder negativ. Das muss einem einfach klar sein. Wenn wir also systematisch herangehen wollen, dann müssen wir uns ein paar Fragen stellen und da gibt es die drei großen Ws. Was macht ein Markt regelmäßig? Also wir müssen nach Auffälligkeiten schauen in einem Markt. Kann jeder beobachten. Jeder von uns hat mindestens schon mal eine Phase gehabt oder zumindest schon mal eine Phase gehabt über einen längeren Zeitraum, in der er am Markt sehr intensiv dabei war und sehr viele Stunden am Rechner verbrachte. Und da macht man Beobachtungen. Da stellt man fest, oh, im Euro passiert doch morgens gegen 8 Uhr häufig dies und das. Im S&P passiert zum Handelsende jenes. Also man macht Beobachtungen im Normalfall. Alles andere wäre bedenklich. Und da muss man sich notieren, was macht ein Markt regelmäßig? Was passiert wann in einem Markt? Das zweite große W, wann macht ein Markt etwas? Wann kommen die Ausbrüche? Wann sind die Ausbrüche eher echt? Wann kommt Dynamik im Markt auf? Wann gibt es Reversal-Zeiten? Zu welchen Zeiten funktioniert mein System schlecht? All das kann ich messen und all das muss ich messen und quantifizieren. Und dann das dritte W ist natürlich, wie weit? Ich muss erstmal wissen, was macht ein Markt? Also neigt er dazu, trendig zu sein? Neigt er dazu, Bewegungen abzubrechen? Dann muss ich wissen, wann macht er es? Also wann setzen die Bewegungen ein oder wann brechen diese Bewegungen gehäuft ab? Da gibt es auch natürlich Messzeitfenster. Und ich muss wissen, wie weit läuft es denn so? Also was ist denn so die Bewegungsamplitude in einem Markt? Das muss ich wissen, um einen Stop terminieren zu können. Einen Vola-basierten Stop wohlgemerkt, nicht irgendeinen Chart-Stop, weil das funktioniert. Ja, bei sehr erfahrenen Tradern funktioniert es ganz okay, aber auf Dauer ist das, glaube ich, auch nicht so der Weisheit letzter Schluss. Ich muss also wissen für den Stop, wie weit schwankt denn ein Markt, typischerweise ausgehend von irgendeinem Signal oder von irgendeinem Referenzpreis für und wie weit gegen mich. Dann kann ich nämlich eventuelle Gewinnziele oder Ausstiegspatterns entwickeln und ich kann meinen Stop terminieren. Das sind also die drei Fragen, die ich mir stellen muss. Und wenn wir uns die stellen, dann müssen wir immer auf Statistiken zurückgreifen. Da gibt es im Internet schon das ein oder andere, was man sich anschauen kann, was man relativ kostengünstig abrufen kann. Es geht schon mal dabei los, dass ich grundsätzlich, wenn man ganz, ganz am Anfang steht vom Trading und ganz am Anfang von Systementwicklung, von einer systematischen Herangehensweise, beginnt es schon mal damit, dass ich mich frage, in welcher Zeit, in welcher Jahreszeit macht es denn grundsätzlich Sinn, im Markt long und wann macht es eher Sinn, short investiert zu sein. Und da stellt man hier zum Beispiel anhand so einer Grafik fest, okay, so ab Oktober macht es Sinn, investiert zu sein, bis Ende April und dann fängt so eine Phase an, Mai, Juni, Juli, August, September. Diese 5 Monate in Summe, die verdienen jetzt nicht wirklich viel Geld, sondern es ist eigentlich eher so die Zeit Oktober bis einschließlich April. Das ist ein ganz gängiges Muster, das kennt jeder, das ist die klassische Saisonalität. Aber so geht es los, dass man überhaupt mal anfängt, systematisch ranzugehen. Weil ansonsten, wie hat man es am Anfang gemacht? Wie habe ich es am Anfang gemacht? Wie haben es viele andere gemacht? Man macht einfach irgendwas. Man wählt Aktien teilweise nach Namen aus, man macht zu irgendeiner Tages- und Wochen- und Jahreszeit, macht man irgendetwas und hofft dann, dass es funktioniert. Wenn ich systematisch rangehe, dann versuche ich eben von den schlechten Passagen ein bisschen was rauszuschneiden, ein bisschen was wegzuschneiden. Und das ist also sehr, sehr wichtig, dass man das dort berücksichtigt und dass man das mit
mit reinnimmt in in seine Anfangsschritte, in seine ersten Schritte in der Systementwicklung. Klassische Saisonalität für einzelne Monate. Hier haben wir zum Beispiel mal den Oktober. Zu welcher Zeit in einem Monat macht es eher Sinn, investiert zu sein? Da gibt es der Anfang des Monats ist typischerweise ganz gut, Ende des Monats ist ganz gut. Also diese Übergangsphase des einen Monats zum anderen Monat, das ist üblicherweise eine ganz passable Phase, um investiert zu sein. Wie gesagt, das sind die absolut ersten Schritte, wenn man systematisch herangehen möchte. So kann man sich der Sache nähern. Und so kann man das natürlich auch bei Daytrading-Systemen machen, dass ich bei einem Daytrading-System auch schaue, ja, was macht denn ein Markt überhaupt? Ist es ein trendiger Markt? Ist es ein Markt, dessen Bewegungen abbrechen? Und wann kommt denn Bewegung rein? Vormittags, nachmittags, um welche Uhrzeit macht das denn Sinn? Und da kann man also sehr, sehr viel lernen. Und es gibt unheimlich tolle Daten mittlerweile im Internet. Es gibt unheimlich tolle Webseiten, die natürlich auch größtenteils kostenpflichtig sind. Aber mit dieser, ja, als Geizhals wird man, glaube ich, in diesem Geschäft nicht großartig weit kommen, denn dafür ist das Feld auch zu sensibel. Wenn ich eine schlechte Datenqualität als Grundlage habe, das wäre so, wie wenn man in einem Flugzeug irgendwelche uralten, abgeranzten Kupferdrähte verbaut und sagt, naja, es wird schon gehen. Also das ist ein hochsensibles Feld, wo es um absolute Qualität geht. Da müssen nur die besten Materialien verbaut sein. Ich hoffe auch für uns alle, dass es so ist. Und im Trading ist es auch so, wenn ich da irgendwelche Datenfeeds nehme, die vorne und hinten nicht Hand und Fuß haben, die lückenhaft sind, die schlecht sind, nur weil sie günstig sind, nehme ich sie, das kann nicht funktionieren. Also dann lässt man es besser ganz. Denn wenn die Grundlage, das ist ja die Grundlage für alles Handeln, und das ist ja das Absurde dabei, man spart vielleicht irgendwo an einem Datenfeed 500 Euro pro Jahr und freut sich. Aber ballert dann dadurch, dass man eine völlig falsche Handelsgrundlage hat, eine völlig falsche Grundlage für die Auswertung und infolgedessen auch für sein Trading, ballert man Tausende von Dollar und Zehntausende von Dollar in den Markt rein, die nie wiederkommen und man kriegt das teilweise nicht mal mit. Man verlässt sich auf etwas, was gar nicht verlässlich ist. Also da darf man einfach nicht sparen. Und es gibt wirklich tolle Sachen, aber natürlich, klar, die kosten auch ein bisschen Geld. Nicht alle, aber viele Sachen kosten dort Geld. Und da gibt es beispielsweise auch intradayseasonals.com. Eine Webseite, auf der man mal so den unterwöchigen Verlauf in einzelnen Märkten sieht. Und das kann einem auch schon ein Stück weit helfen, bei einem etwas smarteren Bewegungskurs durch die Märkte. Wenn ich jetzt beispielsweise hier den Euro mir anschaue, Euro FX, das ist also Euro als Future gegen den US-Dollar oder in US-Dollar gerechnet, dann sieht man, dass dieser Markt dazu neigt, zwischen Dienstag früh und Donnerstagmittag, US-Zeit wohlgemerkt, dass der dazu neigt, anzusteigen. Also gerade so speziell Dienstag, Mittwoch und die erste Hälfte vom Donnerstag investiert zu sein, das ist in diesem Markt einfach sinnvoll. Und wenn ich so herangehe, wenn ich also sage, okay, gegenüber der Buy-and-Hold-Vorgehensweise und gegenüber blindem Einsteigen versuche ich mal zu sagen, okay, ich investiere immer dienstags und gehe immer donnerstags mittags raus. Man wird damit auch nicht schnell reich und das wird auch phasenweise fehlschlagen. Aber ich werde mich auf jeden Fall schon mal ein bisschen smarter bewegen als mit der bisherigen Vorgehensweise. Was auch keine Kunst ist, muss man auch klar sagen. Aber so kann das funktionieren. Man kriegt hier also Vorstellungen, was wann ungefähr passiert. Und da sollte man auf die großen, groben Schwünge achten, denn die können einem tatsächlich ganz gute Hinweise geben, wie man vorgehen kann. Im Trading ist es so, dass es nicht auf Quantität ankommt, sondern auf Qualität. Und wenn ich eines gelernt habe in diesen 19 Jahren, dann, dass Aktionismus mit der größte Fehler ist, den man begehen kann im Trading. Aktionismus bedeutet, ich mache einfach viel mehr Aktionen, als überhaupt Sinn machen. Ich gebe dem Markt nicht viel Zeit, ich gebe ihm nicht viel Spielraum, sondern ich mache einfach irgendetwas und versuche über die Masse irgendwie so ein paar Treffer zu generieren. Aber das ist natürlich keine Qualität. Das ist so, wie man sich in die Fußgängerzone stellt, 100 Frauen anspricht und sich dann wundert, wenn am Ende nur Murks dabei rauskommt. Also das als Partner, Wahl oder als Art und Weise, wie man seinen Partner findet,
Ja, ich glaube, die ganz großen Liebesgeschichten sind so nicht losgegangen. Also das hätte genauso eine Aussicht. Aktionismus ist insofern Gift, als am Markt ganz viel Leerlauf vorherrscht. Wenn ich also zu viele Aktionen am Tag habe, ich kann natürlich mit jeder Aktion, wenn ich nur eine Wette am Tag mache, sprechen wir mal von Wetten, wenn ich nur einen Trade pro Tag mache und sage, okay, ich lege mich heute fest, Long, dann kann ich eben nur auch einmal falsch liegen. Wenn ich aber sage, okay, Long, aber nur 20 Minuten lang, danach, wenn es nicht läuft, drehe ich auf Short. Wenn das nicht läuft nach 20 Minuten, drehe ich wieder auf Long. Wenn ich also 10, 20 Aktionen am Tag habe, kann ich auch 10, 20 Mal falsch liegen. Und da potenziert sich natürlich das Risiko. Ich kann also Verluste anhäufen, während ich bei einer einzigen Aktion kann ich nur genau einmal falsch liegen. Und dass ich gravierend falsch liege, wird selten vorkommen, weil die Märkte ganz häufig eher so ein bisschen hin und her plänkeln, die werden ein bisschen für einen laufen oder ein bisschen gegen einen, aber die große Katastrophe wird da eher nicht passieren, sondern das wird eher so sein, dass man dort plus minus null in vielen Situationen, selbst wenn man ein Münzwurfprinzip anwenden würde, liefe. Und nur dadurch, dass man eben nur eine statt vielleicht 4, 5, 6, 7, 8 oder 10 Aktionen hat, vermeidet man schon große Fehler. Und es gibt einen roten Faden in den Systemen, die ich trade. Es sind insgesamt über 30 Setups. Das sind sehr ähnlich aufgesetzte Systeme, aber spezifisch für einzelne Tage. Ich habe ein System, was speziell auf den Donnerstag im S&P gemünzt ist. Ich habe ein System, was speziell auf große Trends ausgelegt ist. Ich habe Systeme, die auf Countertrend zur Monatseröffnung, wie dieses System hier, ausgerichtet sind. Und da ist es so, dass man mit ganz, ganz wenigen Aktionen eigentlich sehr gut verdienen kann. Hier hat man 10% Aufwand, Zeitaufwand pro Tag, pro Monat wohlgemerkt. Ist also somit locker umsetzbar und man hätte hier mit 16 Trades knapp 160.000 Dollar oder Euro in dem Fall viel mehr im F-Tax verdient. Heißt also ungefähr 10.000 pro Trade. Wenige Trades, völlig klar. Also man hat jetzt hier im Durchschnitt einen Trade pro Jahr, aber das reicht auch aus. Also 10.000 Dollar mit einem Trade pro Jahr. Natürlich, das als alleiniges System taugt nichts, das kann man so nicht machen. Aber man hat dort ein System, was ganz gut verdient, noch ein anderes. Und dann hat man mit mehreren Systemen, kommt man auf einen Durchschnittswert. Hier gibt es auch Jahre, in denen nichts geht oder in denen man zurückzahlt. Hier gab es auch mal eine Phase zwischen Trade 6 und 8, ging es nicht voran. Da gab es eine Delle. Das ist dann so. Oder Trade 11, 12, kam man auch nicht voran. Aber das sind dann halt Phasen von einem oder zwei Jahren, wo es nicht vorangeht. Aber auf Dauer verdient man so Geld. Mit ganz, ganz wenig Aktionen, Transaktionskosten null, Zeitaufwand null, kann man alles nebenher machen, nichts aus dem Privatleben leidet, kein nervlicher Stress und es funktioniert. Wie gesagt, nicht als alleinige Strategie, aber als eine von mehreren Strategien. Ich möchte bei Systemen, und ich würde jedem dazu raten, wenn man versucht, systematisch erfolgreich zu traden, sollte man starke fundamentale Basiseffekte in mehreren Märkten herausfinden. Was sind Basiseffekte? Was sind starke Basiseffekte? Starke Basiseffekte sind Regelmäßigkeiten im Markt, die erklärbar sind durch institutionelle Aktivitäten. Es müssen Hedge-Aktivitäten am Markt stattfinden. In einigen Märkten sehr, sehr stark verbreitet. Bei Crude Oil beispielsweise auch sehr zu beobachten. Es gibt also dort Aktivitäten von Fonds auch noch. Es gibt bei News emotionale Reaktionen. Da gibt es große Verwerfungen. Ich kann also dort andocken, wo das große Geld tatsächlich in Aktion tritt. Das muss ich mir einfach mal so eine Zeit lang anschauen, muss versuchen, das so ein bisschen herauszufiltern. Und dann kann ich wirklich auch Systeme entwickeln, die das nutzen, was das große Geld macht, die nicht die eierlegende Wollmilchsau werden und sind, aber wo ich auf Dauer immer wieder auf neue Equity-Hochs komme, wohl wissend, es wird immer in jedem System auch Phasen geben, hier zum Beispiel von 2008 bis Anfang 2011, Ende 2008 bis Anfang 2011, also etwas mehr als 2 Jahre, 2,25 Jahre, kam man hier nicht voran. Die Equity schaut an sich super aus. Eine schöne Strategie, die im Baumwoll-Future arbeitet, in dem Fall. Aber man hat auch mal 2 Jahre, 2,25 Jahre nichts verdient. Wer zieht das durch? Wer handelt im dritten Jahr immer noch die Strategie konsequent? Kaum einer. Hier hatten wir jetzt auch wieder eine Phase von Ende 2015 bis Anfang 2017. Auch da wieder so eine Phase, wo man über ein Jahr, 1,25 Jahre nicht vorangekommen ist oder 1,5 Jahre fast nicht vorangekommen ist. Man hat auch nichts verloren. Das muss man auch wieder klar sagen. Aber es ging nicht voran. Aber wer macht da weiter? Wer tradet ein Jahr lang sehr regelmäßig und verdient nichts und macht dann weiter?
Wir sind alle darauf konditioniert, aus unserem Alltag, aus unserem Job, regelmäßige Gehälter zu generieren, regelmäßiges Einkommen zu generieren. Und mit solchen Phasen, wenn wir sie uns nicht absolut ins Bewusstsein rufen und uns bewusst machen, das wird irgendwann mal, einmal in der Dekade wird das vorkommen, dass so eine Phase auftritt. Und die ist gesäumt von Performancephasen davor und Performancephasen danach. Aber diese Phase wird auftreten und ich werde durch sie durch müssen. Wenn ich mir das nicht bewusst mache, werde ich genau das machen, was die meisten machen. Ich werde nämlich zum blödesten Zeitpunkt aus einem System aussteigen. Hier haben wir das Ganze nochmal, auch ein System auf Baumwolle. Und da ist es so, dass die Orderzeit 14 Uhr ist. Man hat keinen Verwaltungsaufwand. Die ganze Geschichte funktioniert sehr zeitschonend. Es ist ein System, was wir im Go4Professional-Programm, in dem Go4Professional 2.0, was dort in den Zusatzstrategien gegenüber dem ersten Programm. Das erste Programm ist ja jetzt für die erste Gruppe auch schon fertig. Die zweite Gruppe, die letztes Jahr gestartet ist, ist jetzt auch bald fertig. Für Go4Professional 2.0, was am 1.4. gestartet ist, und wo man natürlich auch noch teilnehmen kann, wenn man das jetzt noch möchte. Da haben wir 10 Zusatzstrategien noch dazu gepackt, also nochmal mehr als vorher. Und so dass eigentlich das ganze Repertoire, was ich nutze, was ich im World Cup nutze, in meinem privaten Trading nutze, auch bei der Million-Dollar-Challenge natürlich versuche, so gut es geht zu nutzen. Nicht jede Strategie ist dort umsetzbar, aber ich versuche es natürlich dort auch zu nutzen. Das ganze Repertoire ist in dieser Go4Professional 2.0. Und das ist eine der Zusatzstrategien. So schaut die Equity aus. 14 Uhr ist der Order-Zeitpunkt. Ich platziere direkt den Stop, ich platziere direkt den Exit und fertig ist es. Mehr muss ich nicht machen. Ich muss den Trade nicht verwalten, ich muss keinen Stop nachziehen und da stundenlang am Rechner sitzen, sondern ich muss um 14 Uhr mal kurz in den Rechner und fertig. Und damit kommt dann so eine Equity-Kurve raus. Auch kein Reichmacher, aber geringe Schwankungen nach unten. Hier maximaler Drawdown 4000 Dollar. Und Longest Flat ist hier diese Phase 204 Tage. Das war Anno 2014. Ist das mal so gewesen, dass es da mal eine längere Flat-Phase gab, also sprich eine Phase, wo man im Drawdown war und no, nicht so schnell ein neues Equity hochmachte, aber war auszuhalten. Aber das Gute ist hierbei, fester Order-Zeitpunkt, das ist bei allen Systemen so, dass wir ein ganz, ganz komprimiertes Order-Zeitfenster haben, entweder eine feste Uhrzeit oder ein Zeitfenster von vielleicht 15 bis 30 Minuten und in dieser Zeit wird die Order aufgegeben oder auch nicht. Aber nicht ein ständiges Warten am Rechner, weil das ist völlig kontraproduktiv und das kann gar nicht funktionieren. Also sehr zeitschonend und angenehm umsetzbar. Andere Strategie auf den FDAX, auf Wochenbasis, die handelt super selten. Die handelt, hat 7 Mal gehandelt und hat mit 7 Trades, das sind die absoluten Big Swings, die riesigen Schwünge. Da war kein einziger Trade dabei von den Gewinnern, der weniger als 1500 Punkte Gewinn gemacht hat. Zeitaufwand praktisch null, Drawdown super gering. Wir hatten mal Drawdown von ein paar tausend Euro, aber war nicht wirklich so schlimm. Und hat 10.000 Punkte mit 7 Trades gemacht. Also der Index steht ja jetzt gerade mal bei knapp, wo stehen wir jetzt? 11.2, 12.2, 12.1. Also mit 7 Trades habe ich das verdient. Und mit praktisch null Zeitaufwand, was ich mit einer Investition über Jahrzehnte verdient hätte. Also von daher auch eine sehr angenehme Sache, aber handelt natürlich nicht so oft, muss es aber auch gar nicht. Wenn ich alle 2 Jahre einen Trade mache und nehme da 1500 Punkte mit, reicht das vollkommen. Ich werde nicht all in gehen, das muss auch klar sein. Das heißt, das kann nur ein bisschen Beiwerk sein, aber wenn ich ein paar Systeme kombiniere, dieser Gattung, dann kann ich natürlich da ganz ordentlich Geld verdienen, kann das Ganze profitabel aufziehen. Wie gesagt, schneller Reichtum halte ich für sehr, sehr unrealistisch. Wer das vermittelt, der ist nicht so ganz seriös aus meiner Sicht, meine persönliche Meinung. Aber ein Einkommen, bei dem man alle paar Jahre spätestens wieder ordentlich was draufgepackt hat, das ist da mit sehr, sehr wenig Zeitaufwand möglich und genau das ist es, worauf die Ausbildung auch abzielt, worauf das abzielt, was ich mit den Klienten mache und was ich versuche Ihnen zu vermitteln. Die Frage, wann, haben wir uns ja vorhin schon gestellt. Und es geht für mich in den Anfangsteilen des Handelns, geht es sehr entschieden auch darum, dass man Fehler reduziert. Vermeiden wird man sie nicht können, aber man kann sie reduzieren
Und ganz klassische Fehler, die ich zum Beispiel gemacht habe, waren mitten am Tag irgendwie Counterpositionen aufzumachen. Also mitten am Tag zu sagen, okay, jetzt ist es nach meinem Dafürhalten stark gestiegen, ich gehe mal long, ich gehe mal short, oder jetzt ist es stark gefallen, ich gehe mal long. Und das kann auf Dauer gar nicht funktionieren, weil Fonds auf eine bestimmte Art und Weise agieren, weil Commercials auf eine bestimmte Art und Weise agieren, die stückeln ihre Orders über den gesamten Tag. Und wenn man sich das mal in der Statistik anschaut, dann sieht man, dass die signifikanten Tiefs, die Mehrmonatstiefs, die Mehrwochentiefs, dass die gehäuft am Anfang von Handelssitzungen oder am Ende von Handelssitzungen aufgetreten sind. Sieht man hier, ziemlich früh oder ziemlich spät. Dazwischen, also dass es mitten am Tag ein absolutes Tief gegeben hat, ist super selten. Und was machen wir aber alle? Wir versuchen mitten am Tag irgendwo Umkehrpunkte zu erwischen. Und das kann gar nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Hier sieht man es blau auf weiß. Es kann nicht funktionieren. Warum? Weil die Tiefs entweder direkt am Anfang einer Sitzung markiert werden oder am Anfang einer Woche markiert werden oder am Ende. Aber in der Mitte eher selten. Das heißt, ich habe von vornherein, wenn ich mitten am Tag immer wieder handle, habe ich schon mal einen schlechten Erwartungswert. Wenn ich sage, okay, ich versuche es am Anfang oder ich versuche es am Ende, habe ich schon mal viel, viel bessere Chancen. Alleine das vermeidet schon gravierende Fehler. Ich greife nicht mitten in der Bewegung gegen die großen, mächtigen Schritte der großen Institutionen in ein fallendes Messer, sondern ich mache es eben zu Zeitpunkten, wo ich eine bessere Chance habe. Aber ich brauche eine Statistik dafür. Ich muss mich also fragen, wann macht es denn Sinn, gegen die Bewegung zu handeln? Das macht am Ende eines Tages Sinn oder es macht am Anfang Sinn. Gerade bei News, wie wir es jetzt auch in dieser Woche erlebt haben, wenn man sich mal anschaut, was hat der S&P gemacht als Reaktion auf das, nicht das Brexit-Votum, sondern auf die Ankündigung von Neuwahlen. Der ist erstmal runtergegangen. Im Endeffekt ist aber jetzt nichts wirklich Schlimmes passiert. Und dann ist er den restlichen Tag ist er nur noch angestiegen. Das heißt, das war so eine Situation, wenn man da früh Countertrend gehandelt hat, war es richtig. In anderen Fällen ist es sinnvoll, zum Ende des Tages Countertrend zu handeln, eine neue Position aufzumachen. Aber mittendrin macht so gut wie nie Sinn. Wir müssen verstehen und sollten verstehen, gerade wenn man systematisch das Ganze gestalten möchte, sollte man verstehen, es gibt Korrelationen zwischen einzelnen Märkten, es gibt fundamentale Einflussfaktoren, wie jetzt für den Goldpreis zum Beispiel, da habe ich einen Forecast entwickelt, der sich die Veränderung zwischen Zinssätzen und Inflation zu nutzen macht. Das sind also wichtige Einflussgrößen für den Goldpreis und die spielen da eine Rolle und das Ganze in die Zukunft projiziert, mit einem gewissen Versatz sozusagen auf der Zeitachse verschoben, da kriege ich die groben Schwünge im Goldpreis angezeigt. Und das ist auch ein Tool, das haben wir exklusiv, das habe ich auch lange Zeit komplett unter Verschluss gehalten. Das haben wir jetzt letztes Jahr, habe ich das an die Inner Circle-Mitglieder, das sind die einzigen, die das bislang zugänglich gemacht bekommen haben, haben wir den Original-Forecast für Gold ausgehändigt, sodass die jetzt auch damit arbeiten können. Das ist also eine sehr überschaubare Gruppe, wo ich auch fast jeden persönlich kenne, persönlich getroffen habe, geschrieben habe, telefoniert habe. Und ein unheimlich wertvolles Tool. Man denkt, okay, das ist natürlich Klimbim, wenn das Forecasts oder den Verlauf vorzeichnet für 2 Jahre in die Zukunft. Aber wenn man mal sich anschaut, wie treffsicher das war, gerade auch letztes Jahr die Bewegung ab Juli, diese steile Passage hier, oder auch jetzt Dezember das Tief, jetzt ein Schub nach oben, dann sieht man, das hat A Hand und Fuß. Und wenn man ein bisschen dahinter steigt, was sind die wirklichen Einflussfaktoren für den Goldpreis, dann ist das nicht mehr irgendein Klamauk, sondern dann steckt da wirklich was dahinter. Als alleiniges Entscheidungskriterium für einen Trade, nein, würde ich niemals machen. Aber als Hilfe, in welche Richtung akzentuiere ich meine Gewichtung, welche Richtung gewichte ich denn stärker bei Signalen, da ist das definitiv eine sinnvolle Sache. Und man sollte davon wegkommen, dass man glaubt, das wäre Glücksspielerei, das wäre Gezocke, das wäre Glückssache, das wäre Zufall. Es gibt dort natürlich, wie fast überall, gibt es natürlich auch im Trading einen gewissen Anteil von Zufälligkeiten. Völlig klar. Aber nicht auf Dauer. Natürlich hat man im 1-Minuten-Chart oder im 10-Sekunden-Chart hat man mal zufällige Bewegungen, zufällige Begebenheiten. Völlig klar. Aber nicht auf Dauer, nicht auf lange Sicht, dass sich ein Markt über Jahre durch Zufall nach oben bewegt
oder durch Zufall nach unten bewegt, das gibt es nicht. Also von daher, es gibt fundamentale Zusammenhänge. Und wenn ich die kenne, gerade jetzt für Gold, Inflation und Zinsen, unheimlich wichtig. Wenn ich das berücksichtige, werde ich mich in so einem Markt viel, viel smarter bewegen. Und das muss ich einfach wissen. Grundsätzlich, wenn jemand von euch Systeme entwickeln möchte, wenn er systematisch erfolgreich handeln möchte, sollte er verstehen, ein gutes System, ein sehr robustes System, was nicht anfällig ist gegen kleinere Veränderungen im Markt, in den Marktüsancen, in den Marktbewegungen, wird vergleichsweise selten handeln. Heißt, nichts von dem, was funktioniert, wird sich für mich angenehm anfühlen, wenn ich den klassischen Trieben oder den klassischen Vorstellungen nachgebe. Denn was wollen wir alle? Wir wollen natürlich schnell vorankommen. Das will ich auch. Nur wenn es nicht möglich ist, dann muss ich es eben akzeptieren, dass es anders nur funktionieren kann. Deshalb die Sachen, die sehr zuverlässig arbeiten, arbeiten vergleichsweise selten. Das heißt, sie werden uns alleine nicht reich machen, nicht schnell reich machen. Und die Sachen, die sehr oft arbeiten, sind eben nicht zuverlässig. Also man kann diese Geschichte nicht abkürzen. Das muss einem einfach klar sein. Ferner muss einem klar sein, dieses Chance-Risiko-Verhältnis-Denken, was ganz viele haben, das ist einfach nicht zielführend. Es mag vielleicht ein paar Trader geben, die durch Glück, Zufall, Geschick, Können, was auch immer, tatsächlich öfter mit guten CRVs traden. Aber CRVs verdienen kein Geld. Das habe ich schon immer gesagt und das unterschreibe ich auch immer wieder. Ich muss verstehen, wenn ich einen fundamentalen Basiseffekt in einem Markt habe, dann heißt das, der Markt wird mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit an einem Punkt X oder in der Richtung X landen. Aber auf diesem Weg dorthin kann er natürlich dadurch, dass es ihm immer irgendwelche Interessen gibt, die vielleicht gegengelagert sind, irgendjemand, obwohl man in vielleicht einer super starken saisonalen Phase ist in einem Markt, irgendeiner, nehmen wir nur mal uns selbst, weil das wird jetzt bei Fonds natürlich anders sein, aber irgendwelche Investoren geraten vielleicht irgendwo in Schieflagen, müssen Kapital abziehen, jetzt ziehen die Kapital ab, der Fonds muss verkaufen. Obwohl er vielleicht sagt, okay, jetzt können wir aber eigentlich noch investiert bleiben, weil saisonal starke Phase. Irgendeiner zieht irgendwo Kapital ab, weil er sich verschuldet hat. Riesige Investoren möglicherweise. Der Fonds muss verkaufen, es kommt Druck im Markt auf. Wenn diese Order durch ist, ist der Druck wieder weg. Dann setzt sich wieder dieser fundamentale Basiseffekt durch, die typische Saisonalität. Aber zwischenzeitlich kann das schwanken. Und ich muss einfach verstehen, wenn der fundamentale Basiseffekt sehr, sehr stark ist, dass ich dem Markt ein bisschen mehr Spielraum geben muss. Denn ansonsten haue ich mir Trades raus mit Verlust, die am Ende im Gewinn landen würden. Und bei ganz, ganz vielen Systemen, bei ganz, ganz vielen saisonalen Setups ist es zum Beispiel so, die wirklich auf Dauer gut funktionieren, haben CRVs, also Distanz Stop zu Einstand gegenüber Distanz Einstand zu durchschnittlichem Gewinn, von 1 zu 2 oder 1 zu 3. Das heißt, ich muss dem Markt mehr Spielraum geben, als ich durchschnittlich am Ende gewinne. Aber wenn ich in 90% der Fälle gewinne oder 80% der Fälle gewinne und ganz, ganz selten ausgestoppt werde, dann funktioniert diese Rechnung, dann geht die auf. Also CRVs verdienen kein Geld und Trefferquoten alleine verdienen auch kein Geld. Ich könnte ein System haben mit 98% Trefferquote, was in 98 von 100 Fällen einen Punkt verdient. Und im Fall 99 oder in Trade 99 und 100 verliert es jeweils 100 Punkte. Dann habe ich eine Trefferquote von 98% und gehe mit diesem Ding auf mittlere Sicht pleite. Also weder CRVs noch Trefferquoten verdienen alleine Geld. Das muss man wissen. Und ich habe es schon gesagt, zum Beispiel heute ist ein Donnerstag. Für diese Donnerstage gibt es ein spezifisches Setup. In dem Fall ist es so, diese Stetigkeit in diesem Setup, die rührt daher, dass es eben selten arbeitet. Das arbeitet also vergleichsweise selten, hat auf Sicht von, also das macht, glaube ich, so, glaube drei, vier Trades im Jahr hat das so gemacht. Ist also nicht viel, drei, vier, fünf Trades im Jahr, aber die sitzen in 9 von 10 Fällen und das ist das, was ich donnerstags nutzen kann. Es gibt Strategien, die speziell auf Dienstag gemünzt sind. Es gibt Strategien, die also wir heißt ich und die Klienten, die ich ausbilde, die wir montags im Bondmarkt nutzen. Monday Bonds, eine Strategie, die wir seit langer Zeit nutzen, weil einfach ein starker fundamentaler Basiseffekt an Montagen im Bondmarkt ist. Mittlerweile auch freitags, aber Montag ist schon über viele, viele Jahre ein starker Tag im Bondmarkt. Bei Gold ist es der Freitag, der dort sehr, sehr gut zu traden ist.
Also wo es nicht nur auf der Longseite, sondern auch auf der Shortseite immer mal starke Bewegung gibt. Aber es ist der Freitag, der der beeindruckendste Tag ist und der stärkste Performance-Tag für den Goldpreis. Und das sind alles Situationen, die kann ich nutzen. Ich brauche also quasi ein Repertoire, aus dem ich quasi mich bedienen kann. Ganz kurz ein paar aktuelle Positionierungen, um auch mal so ein bisschen was an die Leute weiterzugeben, die sich vielleicht gar nicht mal so für Systementwicklung, für systematisches Trading und dessen Entwicklung interessieren, sondern die einfach nur mal so ein paar Trading-Ideen haben wollen. Ich würde das vorwegzuschicken, jedem raten oder jedem davon abraten, einfach blind irgendwas nachzuhandeln, was ich jetzt hier erzähle, weil ich kann viel erzählen, ob das am Ende funktioniert in dem Einzelfall oder ob es überhaupt funktioniert auf Dauer, das kann ja keiner nachprüfen. Von daher, aktuell bin ich zum Beispiel in einem Spread investiert. Spread bedeutet, wir sind in einem Markt long, in dem anderen short. Und hierbei ist es so, wir haben Silber long und Gold als Short Pendant und setzen damit auf eine Outperformance des Silbermarktes gegenüber Gold. Wenn also Silber um 20% ansteigt und Gold fällt 10%, beziehungsweise Gold steigt um 10% an, dann verlieren wir mit der Goldposition 10%, verdienen aber mit der Silberposition 20% auf den Einsatz. Das heißt, am Ende haben wir dann ein Gewinn über. Bei diesen Trades muss ich wissen, die setzen sich erst auf ja, längere Sicht durch. Das heißt, Zeithorizont sind von vornherein 2 bis 4 Jahre. Dieser Trade läuft jetzt schon ein Weilchen, der läuft schon fast ein Jahr. Von daher ist noch zwischen 1 und 3 Jahren dort vorzumerken und ist eine marktneutrale Strategie. Es gab vergleichbare Signale 1993. Da hat es aber gedauert bis 1998, bis das Exit-Signal kam. Das heißt, 5 Jahre Haltedauer waren dort angesagt, aber der Silberpreis hat auch den Goldpreis drastisch outperformt. Wir hatten so eine Phase auch im Jahr 2000 und 2003 bis 2006, also knapp 3 Jahre hat das gedauert. Wir hatten eine Phase von 2008 bis 2011, also auch knapp 3 Jahre. Und bei diesen Phasen war es so, Gold macht 100%, der Silberpreis macht 250%, Gold legt 50% zu, Silber legt 400% zu. Das heißt, also natürlich verliert man in der einen Position, aber die andere Position verdient das um ein Vielfaches. Das ist die Idee dahinter. Und es ist aber völlig egal, ob die Märkte steigen oder fallen, weil ich verdiene nur an der relativen Veränderung. Das ist der Vorteil von einem Spread Trade. Also mal eine komplett andere Geschichte, etwas komplett Abweichendes von dem, was wir ansonsten so, was wir ansonsten so kennen. So, jetzt hängt die Präsentation. Okay, jetzt hängt sie nicht mehr. Ich hoffe, das geht jetzt wieder. Okay, wir haben Strategien, hier eine Strategie auf den Kaffee-Future, die wieder ab Mai handelt. Ich freue mich sehr auf den Mai, weil im April pausieren einige Systeme. System auf den Kaffee-Future, die Beschriftung oben stimmt nicht, da steht Schweizen unterbewertet, das hat damit nichts zu tun. Das ist mir da reingerutscht. Ein System auf den Kaffee-Future, was ab Mai wieder handelt. Da freue ich mich also schon, wenn der April rum ist. Viele Systeme pausieren im April. Viele Systeme pausieren auch im August. Das sind so Monate, in denen es irgendwie einfach weniger gut läuft für systematischen Handel. Und die Strategie nutzt auch einen starken fundamentalen Basiseffekt in diesem Markt im Kaffee-Future und lässt sich sehr gut handeln. Jetzt kommen wir zu Weizen. Bei Weizen bin ich im Moment long positioniert. Schon mit ersten Tranchen. Warum? Ganz einfach, weil wir hier eine sehr besondere Situation haben. Wir haben hier eine extrem niedrige Preis-Produktionskosten-Ratio. Wir haben einen niedrigeren Wert als Anno 2000, als Anno 2005 und Anno 2010. Und wenn man sich jetzt, kann ja jeder mal im Nachgang machen, anschaut, wo stand Weizen 2000, wo stand Weizen 2005, wo stand Weizen 2010 und was ist in den folgenden 1 bis 3 Jahren passiert? Waren das denn günstige Einstiegsniveaus oder waren das katastrophale Einstiegsniveaus? Hätte man da eher Short handeln sollen? Dann wird man feststellen, es waren immer sehr, sehr gute Einstiegslevels. Manchmal hat es zwischen 1 und 3 Jahren gedauert, manchmal lief es noch eine Weile seitwärts, manchmal schwankt es auch noch mal ein Stückchen in die falsche Richtung, so 15 bis 20%, aber es gab immer Schübe von 50 bis 80 oder gar 100% gen Norden. Und genau das ist es, worauf ich hier auch abziele, allerdings mit einem Horizont von 1 bis 3 Jahren, sprich, das wird frühestens 2018 abgeschlossen sein, möglicherweise erst 2020. Das kann
Also sein, aber es steckt etwas Fundamentales und vor allem etwas Logisches dahinter. Und das ist eine der Positionen, die ich im Moment halte. Wenn ihr euch für systematischen Handel interessiert und das schon auch so ein bisschen im Internet gesucht habt nach Systemen, dann werdet ihr mit Sicherheit auf solche Equity-Kurven gestoßen sein hier. Das ist ein System, was anschließend so gelaufen ist. Das passiert immer, wenn etwas überoptimiert ist. Überoptimiert bedeutet, um es ganz einfach mal wirklich auszudrücken, so wie es auch wirklich ist, überoptimiert bedeutet, statt zu sagen, okay, der Markt neigt dazu, ab dann und dann anzusteigen oder Ausbrüche machen ab 14 oder ab 15 Uhr Sinn, bedeutet Überoptimierung, wir packen Parameter ohne Ende rein. Wir sagen, okay, nur donnerstags, nur zwischen 16 und 18 Uhr, nur wenn dies passiert, jenes passiert, nur wenn der Dollar steigt zeitgleich und wenn das und das passiert. Es müssen also sehr, sehr viele Bedingungen gleichzeitig erfüllt gewesen sein in der Vergangenheit, damit es ein Signal gibt. Und das kann ich für die Vergangenheit, kann ich das optimieren und kriege es dann hin, dass es zufällige Begebenheiten gab, dass ich viele Fälle finde, wo mehrere Bedingungen erfüllt waren und dann klappt das auch. In der Zukunft wird das immer wegschmieren, weil in der Zukunft wird sich ein bisschen was ändern im Markt und viele Sachen, die da drin sind, viele Parameter haben da überhaupt nichts zu suchen, haben überhaupt keine ursächliche Auswirkung auf den Markt oder auf das System. Und dann wird in der Zukunft immer das passieren, es wird abkacken, um es mal plastisch darzustellen und auszudrücken. Und ist also der Klassiker. Und das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie sagt, oh, ich habe so ein Pech, immer wenn ich so ein System kaufe, funktioniert es nicht mehr. Das hat auch nichts damit zu tun, dass irgendwie viele Leute das handeln, sondern das hat damit zu tun, ich weiß nicht, wie es bei den Turtles war, aber ich glaube grundsätzlich, das gab es ganz, ganz selten, ich würde sogar behaupten, es gab es nie, dass ein System nicht mehr funktioniert hat, weil es so viele Leute genutzt haben. Das halte ich für ein absolutes Gerücht, weil ich sehe, von 1000 Leuten handeln nach einem Jahr vielleicht noch 1000 Leute, denen man etwas beibringt, da handeln vielleicht nach einem Jahr noch 10 Leute das System konsequent durch. Die anderen handeln es nicht konsequent durch. Ich glaube einfach, dass es immer wieder Systeme gegeben hat und geben wird, die gar keinen dauerhaften statistischen Vorteil haben, weil sie überoptimiert sind und dann haben sie einfach eine Zeit lang funktioniert und irgendwann nicht mehr. Und das ist eigentlich eher eine zufällige Begebenheit, wenn etwas, oder auch eine logische, emotionale Begebenheit, dass wenn etwas sehr, sehr lange gut performt hat, dass dann natürlich immer mehr Leute drauf aufspringen. Das ist ein ganz klassisches Phänomen. Jeder, der sich ein bisschen für Sport interessiert, kann ja einfach mal darauf achten, wann. Also es gibt fast jedes Jahr in der Bundesliga irgendeine Überraschungsmannschaft. Das sind jetzt in diesem Jahr Hoffenheim, letztes Jahr war es Darmstadt. Und wenn man sich einfach mal anschaut, wann wird von dieser Überraschungsmannschaft irgendjemand eingeladen ins Sportstudio? Da kann man die Uhr danach stellen, dass es nicht mehr viele Spiele dauert, bis dann eine leichte Krise losgeht oder bis sich das zumindest dann wieder normalisiert. Von einer Gewinnserie, von einer Siegesserie, dann auf einmal zu einem diffuseren Verlauf, der wieder etwas normaler ist oder zu einer Niederlagenserie. Da kann man die Uhr danach stellen, wenn dort jemand eingeladen wurde, dass es so ist. Das hat nichts mit Glück oder Pech zu tun, sondern es ist eine ganz normale Begebenheit. Irgendwann ist der Schmerz in einem Drawdown bei uns so groß. Oder irgendwann ist auch dort die Aufmerksamkeit so groß, es fällt einem auf einmal was, die haben von 10 Spielen 8 gewonnen, die gehören doch normalerweise gar nicht dahin, komm, die laden wir ein. Also wenn es selbst dem Blindesten und dem Desinteressiertesten auffällt, ähnlich wie mit Aktien, interessiert sich lange Zeit keine Sau dafür. Irgendwann steigt und steigt und steigt. Und irgendwann spricht jeder drüber. Sogar die Leute, die es gar nicht interessiert und die gar keine Ahnung haben. Alle sprechen drüber. Und das hat nichts damit zu tun mit Glück oder Pech, dass die Leute jetzt an den Markt kommen. Glück und Pech kann ich eliminieren, indem ich einfach lange dabei bleibe. Da kann ein Bullenmarkt kommen, ein Bärenmarkt. Wenn ich lange genug dabei bleibe, eliminiere ich Glück und Pech. Das hat aber nichts mit Glück und Pech zu tun, sondern es ist eine ganz normale emotionale Geschichte, dass ich irgendwann, wenn eine bestimmte Grenze, Schmerzgrenze oder Giergrenze getriggert wird, dass ich dann aufmerksam auf etwas werde. Also wenn eine Equity so ausschaut, ist es eher bedenklich. Es gibt ein paar Systeme, die ähnlich laufen und tatsächlich auch funktionieren, aber wenn es so ausschaut, ist es eher, also wenn es oft tradet, wie dieses System hier, ist es eher eine Überoptimierung. Systeme, die regelmäßig handeln, haben eher, wenn sie robust sind, so eine Equity-Performance-Phase, Konsolidierungsphase, Performance-Phase, Konsolidierung, Performance, Konsolidierung, Performance, Konsolidierung. Also auch mit diesen treppenstufenartigen Verläufen, das muss man einfach wissen.
Ferner ist es wichtig, wenn man anfängt, systematisch zu handeln, am Anfang wird es stärkere Rückschläge geben, größere Schwankungen, man wird nicht so schnell vorankommen. Das war auch damals, 2013, als ich Dritter wurde, war das auch der Fall. Da war ich kurz vor, das ist jetzt die Equity kurz vor Ende dieser Challenge damals. Am Anfang gab es kräftigere Schwankungen. Warum? Ich konnte am Anfang ein bis zwei Systeme handeln, um nicht meinen Risikorahmen zu sprengen. Heißt, wenn ich ein bis zwei Systeme handle, ich bin voll abhängig von denen und deren Performance. Das erleben wir auch in der Million-Dollar-Challenge im Moment. Wir sind von zwei Systemen abhängig. Wenn die Systeme beide ungünstige Marktbedingungen haben oder die Marktbewegung nicht gut greifen, verdienen wir kein Geld. So einfach ist das. Wenn ich irgendwann dann Performance habe, das Konto 20, 30% weiter vorne ist, ich vielleicht ein drittes und ein viertes System dazu nehmen kann, dann glättet sich das. Das heißt, dann ist es schon ziemlich unwahrscheinlich, wenn ich vier Systeme parallel handeln kann, dass mir alle vier Systeme zeitgleich Verluste bescheren. Das ist extrem unwahrscheinlich. Aber am Anfang wird das passieren. Das muss man eben auch wissen. Also ich muss die einzelnen Phasen im systematischen Handel muss ich wirklich vor Augen haben. Und diese Stagnationsphasen, die sollte man sehr, sehr präsent haben, denn die können wirklich auch an die Substanz gehen. Es kann sein, dass man auch mal ein Jahr lang oder anderthalb bis zwei Jahre nicht vorankommt. Null. Und da muss ich eben wirklich darauf trainiert sein. Es gibt Systeme, die sehr stetig performen, die aber halt nicht oft performen, die nicht oft traden. Wir haben ein System, was Impulskerzen nutzt, was 50-Tage-Trends im S&P versucht zu nutzen mit einer Trefferquote von 77%. Durchschnittlicher Gewinn pro Trade 2136 Dollar pro Kontrakt. Das ist die Kapitalkurve, die man hier sieht von 2008 bis 2016. In dieser Zeit nicht mal 30 Trades. Das heißt, ein schneller Reichmacher ist es auch nicht. Und es wäre auch unvernünftig, dort volle Kanne reinzuhauen und zig Kontrakte zu handeln. Das funktioniert sehr gut und läuft sehr stetig, aber es handelt halt nicht oft. Das heißt, zwischen dem einzelnen Trade und dem nächsten Trade liegen teilweise Monate. Also wird dieses System mich auch nicht reich machen. Es lässt sich aus meiner Erfahrung heraus einfach nicht abkürzen. Der Weg an der Börse lässt sich nicht wirklich drastisch abkürzen. Ein anderes Beispiel für ein Setup, und da sieht man auch diese Risk-Reward-Ratio, also das Chance-Risiko-Verhältnis, 1 zu 2 in dem Fall, ein Setup auf Crude Oil, was in diesem Jahr auch bislang zumindest nicht erfolgreich ist, wird man sehen, wie das dann am Ende abschließt, was aber eine hohe Trefferquote hat, Trefferquote über 85%, 86% Trefferquote und durchschnittlicher Gewinn pro Trade 3754 Dollar, handelt einmal im Jahr. Ist sehr zuverlässig, über 30 Jahre knapp, hat es 85% Trefferquote, auch ganz, ganz geringe Schwankungen, aber man sieht, auch das hat mal Ausreißer. Also das wird auch mal vorkommen, dass mal so ein System komprimiert, das so wie es 10 Jahre in Folge gewonnen hat mal, hat es auch mal eine Phase, wo es in 3 von 5 Jahren auch mal nicht gewinnt. Das gehört einfach dazu. Deshalb hat man ja 85% Trefferquote und nicht 100% Trefferquote in so einem System. Man hat mit 28 Trades hier 100.000 Dollar verdient, aber das bedeutet natürlich auch, man musste das Ganze über 15 Jahre durchhandeln und das ist natürlich auch etwas, klar, das relativiert sich dann, was man pro Jahr verdient hat. Und, aber auf diese Weise funktioniert es. Es funktioniert meines Erachtens nur darüber, dass man wirklich systematisch vorgeht, dass man Systematiken handelt und entwickelt, oder sich aneignet, wie auch immer, die wirklich auch transparent sind, die messbar sind, die umsetzbar sind, auch zeitschonend sind, die also nicht wirklich da uns den ganzen Tag am Rechner halten und dass wir realistisch sind und nicht glauben, wir könnten hier den Home Run landen, weil das wird nicht funktionieren. Das ist also wirklich nicht realistisch. Ja, das sollte mal so ein bisschen einen Einblick geben in systematisches Trading, worauf es ankommt, wie man vorgehen kann. Wir haben, um es nochmal zusammenzufassen, wir haben gesagt, es gibt grundsätzlich fundamentale Begebenheiten, fundamentale Basiseffekte am Markt. Ich kann die messen, ich kann messen, wann passiert etwas, also was macht ein Markt überhaupt? Ist er trendig? Neigt er dazu, trendig zu werden ab einer bestimmten Zeit? Neigt er dazu, Konterbewegungen auszubilden? Ab einer bestimmten Zeit, wenn ja, ab wann macht er das? Das sind die Fragen, die ich mir da stellen kann und stellen muss. Wir haben gesagt, wir müssen messen, ferner, wir müssen den Markt vermessen, was die Distanzen angeht, die er zurücklegt, die Schwankungsbreite, wie weit läuft es zwischenzeitlich gegen uns, wie weit läuft es maximal oder im Durchschnitt für uns, um dann so ein bisschen
auch den Gewinnvorteil auf unsere Seite zu bringen und ein System zu entwickeln, was robust ist. Robuste Systeme sollten so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig Parameter drin haben. Bei den meisten guten Systemen ist es so, dass die zwischen einem und drei Filtern benutzen. Zeitfilter meistens, ein Volatilitätsfilter, der also den Marktzustand so ein bisschen abdeckt. Und ansonsten meistens ist es dann noch ein Preisfilter, der dort Sinn macht. Und ja, es gibt, wie gesagt, Systeme, die sehr robust funktionieren. Aber robust bedeutet nicht, dass die jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr Geld verdienen, sondern es bedeutet nur, dass sie mit geringen Schwankungen auskommen, dass sie aber in der Regel auch vergleichsweise niedrige Handelsfrequenzen haben. Und das ist es, was man verinnerlichen sollte. Wir haben gerade auch durch die Anregung von vielen Kunden und von vielen Interessenten auch, die teilweise sich aber auch noch nicht ja, das Geld zusammengespart haben für eine Ausbildung, beziehungsweise da sich selbst auch noch so ein bisschen mehr Orientierung, Orientierungsphase zubilligen wollen, haben wir jetzt uns dazu ja nicht breitschlagen lassen, weil wir machen es ja gerne, haben wir jetzt gesagt, okay, wir versuchen mal die ganzen Vorschläge in ein Paket zu packen und das quasi so zum Selbstkostenpreis anzubieten und haben hier einen Real Money Trader Club jetzt ins Leben gerufen. Da werde ich zwei Short-Term-Swing-Trades pro Monat vorstellen. Das können also solche Sachen sein, wie wir es hier gesehen haben, auf saisonaler Basis. Das können Patterns sein, die getradet werden. Wir werden den Top-Trade des Monats dort beleuchten. Das wird also werden dann in der Regel Trades sein aus meinem privaten Account, beziehungsweise aus dem World Cup-Account. Vielleicht aber auch mal aus der Million-Dollar-Challenge, wo wir mal einen Trade rausgreifen, der vielleicht besonders gut, aber auch besonders schlecht gelaufen ist oder wo es vielleicht besonders blöd gelaufen ist, weil ich möchte da kein einseitiges Bild zeichnen, sondern es soll halt auch mal gezeigt werden. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr bei der Trump-Wahl hatte ich einen Trade laufen, um das vielleicht mal da als Beispiel zu bringen. Ein sehr zuverlässiges Setup. Der Trade war einen Punkt vor dem Gewinnziel. Das Gewinnziel waren 60 Punkte. Wir waren einen Punkt vor dem Gewinnziel und dann drehte der Markt ab und ist volle Kanne in den Stop gelaufen. Als Trump dann gewählt wurde. So ein Trade zum Beispiel werden wir dann auch mal besprechen, weil das Setup an sich gut funktioniert, aber es kann auch mal sein, dass man dort Pech hat und dass es so läuft. Also wir werden da nicht nur die großen, tollen Gewinner besprechen, sondern halt auch mal Trades, wo es vielleicht blöd gelaufen ist. Was ganz vielen Tradern wichtig war und wichtig ist, ist der Austausch untereinander. Und wenn der sachlich und fachlich qualifiziert stattfindet, finde ich das auch absolut fördernswert. Deshalb, wir machen das, da habe ich auch gute Erfahrungen gemacht in meiner alten Gruppe, in dem alten Real Money Trader Programm. Wir machen ein Mitgliedertreffen, ein Club-Mitgliedertreffen pro Jahr, was ein Tagesevent sein wird, wo ich auch versuchen werde, wirklich gute Trader, die ich auch wirklich sehr schätze. Wahrscheinlich werden das eher Leute sein auf internationalem Niveau. Ich werde versuchen, dass wir da mal Leute auch bekommen, vielleicht den einen oder anderen, den man jetzt nicht hier auf jeder Messe an fünf Ständen sieht, also wo man nicht schon zum 800. Mal das Gleiche hört. Ansonsten werden wir dort Frage-Antwort-Webinare machen, wir werden Live-Webinare machen mit Thematiken, die spannend sind, die vielleicht auch aktuellen Bezug haben und ja, die ersten 250 Mitglieder können da wirklich zum absoluten Selbstkostenpreis hier Mitglied werden. Wer da Interesse hat, wer einen Nutzen daraus ziehen kann, der macht es. Wer daran kein Interesse hat, der lässt es. Ich habe auch an vielen Sachen kein Interesse und dann mache ich weder irgendwelche Facebook-Gruppen auf, noch schreibe ich, dass es scheiße ist, sondern ich sage mir einfach, okay, American Football interessiert mich nicht, ich gehe nicht hin. Ich mache keine Gruppen auf und sage nicht, ihr Ärsche, schon wieder wollt ihr 99 Euro, sondern wenn es mich nicht interessiert, lasse ich es bleiben. Deshalb, das ist etwas, was sich spezifisch an diejenigen richtet, die da interessiert waren und für die ist es. Und wer sich nicht interessiert, ist nicht genötigt, da teilzunehmen. Und ja, das soll es dazu gewesen sein. Ich freue mich auf diesen Club, auf unsere Treffen auch dort, auf unsere Stunden, die wir dann gemeinsam auch in den Webinaren zusammen haben und bin natürlich auch sehr dankbar für die Anregungen, auch die jetzt gerade in den letzten Wochen auch durch unsere Seminare, die wir gemeinsam hatten, es war ja mit einigen Leuten, die habe ich ja öfter gesehen als meine Eltern, in der Zeit zumindest, waren sehr hilfreiche Feedbacks, die uns natürlich auch jetzt hier in diese Richtung so ein bisschen gebracht haben, dass wir dort wirklich auch
da, wo wirklich Interesse ist und wo wirklich Bedarf ist, euch was anbieten können. Das tun wir hiermit mit diesem RMT-Club. Wie gesagt, alleine jetzt dieses Treffen wird schon von den Kosten her das Ganze übersteigen, aber ist nichts, worüber man jetzt meckern muss, sondern das soll ja auch der Sache dienen. Und ja, ich freue mich wie gesagt drauf und möchte mich an der Stelle bei allen bedanken, die jetzt heute hier teilgenommen haben. Wir haben das Webinar aufgezeichnet, wir werden das dann jetzt bearbeiten und dann wird es möglicherweise heute Abend noch rausgehen. Ansonsten wahrscheinlich im morgigen Tagesverlauf kriegt ihr das dann zugesandt. Ich wünsche allen weiterhin erfolgreiche Trades, gute Trades, viel Erfolg. Viele von euch werde ich oder sehe ich ja definitiv auch schon zeitnah wieder. Wir haben ja jetzt im Go for Professional für die zweite Gruppe das Abschlussseminar in Kürze. Diejenigen sehe ich ja dann in knapp 2 Wochen, sehen wir uns in Frankfurt. Die anderen sieht man mal so immer wieder, jetzt bei dem News Trading Room, den wir auch starten. Da werden wir auch mal den ein oder anderen Trade hier besprechen können im Club. News Trading Room startet am 1.5. beziehungsweise mit dem ersten News-Event nach dem 1.5. geht es da los. Und ansonsten, ja, sieht man sich oder sieht man sich nicht. Allen jedenfalls viel Erfolg. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend noch und weiterhin alles Gute.